Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Und zwar spielen wir heute ein Fanmade-Game. Das hat ein User erstellt, der Jurassic Park-Fan ist. Und ich fand es auf den ersten Blick sehr, sehr cool und dachte mir, wir zocken das jetzt mal gemeinsam an. Und falls ihr auch mal Lust habt, das zu spielen, das Spiel ist kostenlos, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also ihr könnt es euch gerne runterladen und auch mal selber spielen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt und gucken mal. Also das Ganze heißt T-Rex Breakout. Das heißt, wir müssen, glaube ich, ja, werden wir gleich sehen. Ja, genau. Wir sind jetzt wie im Film hier, wie ihr seht, in einem Safari-Jeep gefangen. Können nicht weiter und der T-Rex, oh Gott, bricht hier gerade aus seinem Gehege aus. Wir müssen, glaube ich, versuchen zu entkommen. Okay. Get outside. Ich glaube, das ist jetzt gerade keine gute Idee. Schleicht hier um unser Auto rum. Ich habe mir natürlich vorher die Steuerung angeguckt. Ich kann hier zwischen den Sitzen hin und her switchen. Kann aus dem Auto raus. Und ich kann rennen. Also wir müssen gleich mal gucken, wie wir das anstellen. Wir beobachten jetzt erstmal einen T-Rex ein bisschen. Wir sollten uns nicht zu lange Zeit lassen. Okay, er geht jetzt relativ weit weg. Ich denke mal, wir können einen Versuch wagen, uns rauszuschleichen. Oh Gott. Nein, 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 nein! Okay. Er hat uns auf jeden Fall bemerkt. Das war ganz und gar nicht gut. Scheiße. Okay, Versuch Nummer 1 ist schon mal komplett schief gegangen. Wir starten natürlich neu. Wir brauchen vielleicht erstmal einen Plan. Vielleicht sollte ich mich erstmal versuchen umzuschauen, was es hier so gibt. Da scheint irgendein... Warte mal, ich wechsle mal den Sitz. Vielleicht kann ich da mehr erkennen. Ja, da scheint irgendein Häuschen zu sein in die Richtung. Vielleicht können wir da rein in das Haus. Müssen wir aber schnell sein. Vielleicht den richtigen Moment abwarten. Und man kennt ja auch aus den Filmen tatsächlich... Komm, wo ist der T-Rex? Schleicht gerade hinter unserem Auto lang. Man kennt es ja auch aus den Filmen. Wenn man sich nicht bewegt, sollte der T-Rex einen nicht sehen. Das könnten wir vielleicht auch mal ausprobieren, ob das... hilft. Frage ist, ist schnell rennen hier eine gute Alternative oder versuch mal still stehen zu bleiben. Nicht bewegen, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Schaut uns direkt an. Scheint zu helfen. Ganz langsam bewegen hier. Bloß nicht rennen. Oh nein, nicht bewegen, nicht bewegen. T-Rex dreht sich um zu uns. Oh Gott. Oh nein. Scheiße, er kommt direkt auf uns zu. Oh Gott. Er trampelt uns hier fast nieder. Ich traue mich auch gerade nicht zu bewegen. Wir müssen jetzt warten, bis der T-Rex hier wieder ein bisschen auf Abstand ist. Wir versuchen mal zu schleichen. Er sieht uns gerade nicht. Sehr gut, Leute. Und hier ist das Haus schon. Über T-Rex. Oh, das ist das Toilettenhaus aus dem Film. Schau, versuch mal reinzukommen. Oh nein, das geht gar nicht. Restart Exit. Shit, wir können hier gar nicht rein. Okay, das scheint kein Ausweg zu sein. Nein. Hat er mich gesehen? Oh. Gott. Ich würde sagen, wir versuchen gleich erstmal wieder ins Auto zu kommen. Und dann schauen wir uns nochmal aus dem Auto aus um. In Zeit. Okay, das hat sehr gut geklappt, Leute. Macht er da? Er bleibt da stehen, wie es aussieht. Schaut mich direkt an. T-Rex, mach keinen Scheiß.
Gehen wir auf der anderen Seite raus. Versuchen mal Richtung Zaun, wo der T-Rex herkommt, vielleicht. Gib Endzeit! Oh Gott. Oh Gott! Schnell den Sitz wechseln! Oh nein! Nein, tu das nicht! Tür, 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 Tür! Soll ich raus? Soll ich raus? Nein. Oh Gott! Er rüttelt am Auto. Das ist gar nicht gut. Tu das nicht, T-Rex, tu das nicht. Ich bin nicht hier drin. Oh nein, ich glaube, wir müssen hier raus. Oh nein, es geht nicht mehr. Oh nein! Oh. Ist schon geil gemacht, ne? Also, dafür, dass es nur ein Fan-Made-Game ist, also der Hammer. Ich kannte jetzt aber leider gerade nicht mehr aus der Tür raus. Aber ist schon, also ist wirklich geile Atmosphäre, oder? Also wäre cool, wenn so ein Spiel wirklich so von dem kompletten Film oder so existieren würde mit der Atmosphäre. Vielleicht noch ein bisschen besser von den Animationen oder so, aber ist schon nice gemacht. Also wirklich Props an denjenigen, der das erstellt hat. Ich weiß leider den Namen gerade nicht, aber wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr alles dazu. Wir versuchen es natürlich nochmal. Müssen hier irgendwie entkommen, ja? Wir wechseln direkt mal auf den Platz hier. Da, wo der T-Rex jetzt herkommt, könnten wir versuchen zu entkommen. Ja, ja, alles wird gut. Ja, wir müssen jetzt warten, wir müssen warten. Der T-Rex läuft jetzt einmal wieder um unser Auto herum. Ist aber auch riesig, ne? Also in echt will man so einem T-Rex nicht begegnen. Jetzt versuchen wir es. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Er hat uns gesehen. Nicht atmen. Na, brauchst nicht schnüffeln. Ich bin nicht hier. Ihr könnt natürlich auch nochmal gucken, ob ein Ausgang vielleicht in Fahrtrichtung ist. Lass uns probieren. Gar nicht gut. Er guckt weg. Ich bin ein Baum. Ich bin nicht da. Der macht es einem aber auch echt nicht einfach, der T-Rex. Kleinste Bewegung, die er sieht. Okay, er dreht sich um. Das ist sehr schön. Wir sind an der Wand. Wir bleiben erstmal an der Wand stehen, bis der T-Rex wieder ein bisschen verschwunden ist. Genau, er dreht jetzt hier wieder. Und läuft zurück. Ich will mich echt wenig bewegen gerade. Ich versuche jetzt gleich hier über den Zaun hoch zu hopsen auf jeden Fall. Oh Gott, das ist aber ganz schön hoch. Kann man springen? Ich glaube, da komme ich nicht hoch, Leute. Wir könnten versuchen, mal in das andere Auto zu kommen, vielleicht. Vielleicht haben wir da irgendwie etwas, was uns hier raushilft. Wäre vielleicht auch noch eine Idee. Schleichen uns mal hier am Zaun hin. Dann auf jeden Fall. Okay, ab ins Auto rennen. Rennt ins Auto. Kann hier nicht rein. Ich kann da nicht rein. Das Auto scheint abgeschlossen zu sein. Ja, geh wieder zurück. Das ist die richtige Richtung, T-Rex. Geh einfach in dein Gehege. Nein, nicht zu mir.
Okay, nicht bewegen, Leute, nicht bewegen. Alles klar. Oh Gott, ich traue mich gerade auch nicht umzudrehen, Leute. Ich glaube, ich drehe mich erst um, wenn die Fußstapfgeräusche ein wenig leiser sind. Gott. Kann hier nicht rein, aber da drin scheint auch nichts zu sein. Boah, guckt uns direkt an. Nicht bewegen. Oh shit. Er ist direkt hinter uns. Oh Gott. Okay. Wir schleichen uns weg. Er sieht uns gerade nicht. Können wir in den Dschungel entkommen? Weiß es nicht. Ansonsten wüsste ich hier keinen Ausweg mehr. Tatsächlich. Scheint hier nicht weiter zu gehen. Wir rennen nochmal hier in den Wald. Okay, Leute. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Demo einfach nur dafür gedacht ist, dass man hier ein bisschen diese Atmosphäre sieht und dieses... Also, es ist schon cool gemacht, oder? Also, wirklich dafür, dass es einfach ein Fan gemacht hat. Aber es gibt hier, glaube ich, noch keinen Ausweg. Aber ich hoffe sehr, dass diese Demo, beziehungsweise... Vielleicht wird es ja auch mal zu einem vollen Spiel, dass es auf jeden Fall weitergeführt wird, weil es fühlt sich echt geil an. Also, wenn man das noch ein bisschen schicker macht und so, aber die Atmosphäre und sowas ist schon... Wirklich, wirklich nice. Es hat echt Spaß gemacht jetzt. Aber ich glaube, es gibt hier einfach keinen Ausweg momentan. Und ich würde sagen, das soll es jetzt erstmal hier gewesen sein mit diesem Video. Und falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like oder einen Kommentar freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren und die Glocke kostenlos aktivieren. Und ja, haut rein, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.